he looks in her eyes. He don't know he is safe when she says she tells him ooh love. Es ist Samstag, das hier ist ein Wochenendvlog und ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe gerade eine Nachricht vom Savilok bekommen und er hat gesagt, ja komm, wir haben beide gar nichts zu tun. Gehen wir doch ein bisschen raus und chillen ein bisschen, spielen ein bisschen Tennis vor seiner Hütte, reden ein bisschen über YouTube. Und das machen wir jetzt. Los geht's. Sachen. Das Wetter ist wirklich immer kacke, wenn ich vlogge. Und zweitens, wir sind jetzt beide schon ja, fast 20 und spielen einfach am Samstag Nachmittag draußen so ein bisschen Tennis vor der Hütte. Richtig, richtig erwachsen, Mann. Wir sind noch gerade ein bisschen beim Savilok drin. Er gönnt sich noch was zu essen. Ein bisschen chillen. Samstag, scheiß Wetter, was soll man machen? Es ist jetzt ein bisschen später und ich bin immer noch beim Savilok und der macht gerade sein erstes Advent-Video, aber wird es morgen online kommen? Sehr wahrscheinlich nicht. Nice. Er macht gerade ein Video, wo er etwas von Lego Technik zusammenbaut und das ist das Buch, beziehungsweise da sieht man, was man genau zusammenbauen muss, beziehungsweise wie man es zusammenbauen muss, die Anleitung halt. Und es ist einfach riesig, größer als die Bibel. Er ist jetzt gerade bei Seite 295 und ja, es hat circa 550 Seiten. Was soll ich dazu noch sagen? Guten Morgen, guten Sonntagmorgen, es ist wieder Sonntag, es heißt nichts anderes als wieder mal zuerst Tennis spielen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze filmen werde, weil gestern hatte ich schon ein bisschen Tennis im Vlog, mal sehen. Und es hat noch etwas anderes draußen, das zeige ich euch jetzt gerade. So, ich weiß zwar nicht, ob man es auf der Kamera jetzt richtig gut sehen kann, aber es hat in den letzten 20 Minuten oder so, ist so ein richtig krasser Nebel aufgekommen und das wäre richtig geil, mit der Drohne über den Nebel drüber zu fliegen und dann so das Nebelmeer zu sehen. Aber ich gehe jetzt zuerst Tennis spielen und ich weiß nicht, ob der Nebel nach dem Tennis noch ist. Naja, mal sehen. So, das Tennisspiel ist fertig. Heute habe ich so durchschnittlich gespielt. Nicht speziell gut, nicht speziell schlecht. Aber ich habe gewonnen. Also ist nice. Und jetzt geht es erstmal nach Hause essen. Und vielleicht geht es im Nachmittag noch mit der Drohne über den Nebel. Es hat immer noch ein bisschen Nebel. Ich weiß nicht, ob man sieht. Man sieht es überhaupt nicht. Vielleicht sieht man es jetzt. Ja, man sieht einfach, dass es keine Sonne hat. Aber es hat noch Nebel. Vielleicht gehen wir heute Nachmittag eben über die Wolken. Mal sehen. So, ich bin gerade jetzt vom Tennis nach Hause gekommen, noch in kurzer Hose im Winter. Es ist ziemlich kalt, aber scheiß drauf. Wir gehen jetzt zum Kumpel, dort etwas aufnehmen, weil der Nebel ist wirklich ziemlich dünn, glaube ich zumindest. Und da können wir sicherlich ein paar geile Aufnahmen einfangen von über dem Nebel. Das wäre wirklich nice. Mal sehen, ob es klappt. Und ja, dann gehen wir jetzt hin. Wir haben jetzt eben probiert, über den Nebel zu fliegen, hat nicht geklappt, beziehungsweise wir konnten zu wenig hochgehen und ja, der Nebel ist trotzdem dicker als gedacht und ja, das war halt mal ein Fail. Es ist jetzt 15 Uhr, die Enttäuschung darüber, dass wir nicht über die Wolken fliegen konnten, hat sich ein bisschen gesetzt
Und jetzt habe ich eine andere Idee. Ich gehe ein bisschen mit dem Auto, fahre ich ein bisschen nach oben, also höhenmäßig nach oben. Und dann will ich nochmal mit der Drohne schauen, ob ich dann über die Wolken gehen kann. Mal sehen, mal sehen. Ich habe heute nichts zu tun. Sonntag, gechillt. Also ist cool, so ein bisschen Roadtrip. Aber niemand kommt mit mir, muss alleine gehen. Aber naja, ist trotzdem schön. So, ich bin jetzt schon an einem Ort angekommen, der ist nicht sehr weit von meinem Zuhause entfernt, aber hier ist schon langsam die Grenze zwischen Nebel und ja, halt schönem Wetter. Und ich lasse jetzt die Drohne kurz mal steigen und mal sehen, wie es aussieht. Mir ist mal wieder etwas richtig, richtig Nices passiert, und zwar habe ich das Kabel, das man dafür braucht, dass man überhaupt mit der Drohne fliegen kann, zu Hause vergessen. Und ja, ich muss jetzt wieder nach Hause und keine Ahnung, ob ich wieder an diesen Spot zurückkomme. Der Nebel, der kommt wieder ein bisschen hoch, und ich weiß nicht, wie viel Mal ich Nebel in diesem Vlog schon gesagt habe. Na gut, einigermaßen Glück hatte ich, weil wenn ich jetzt weiter von zu Hause entfernt gewesen wäre und dann einfach da gewesen wäre ohne Kabel, das hätte mich noch viel mehr angekotzt. Also geht. So, ich habe das Kabel jetzt und hoffentlich läuft nichts mehr schief. Ich glaube da noch nicht ganz dran. Ich bin jetzt ein ziemliches Stück weiter gefahren als vorhin und jetzt bin ich schon ziemlich, ziemlich hoch. Ich glaube so ungefähr auf 1000 Meter oder sowas. Und jetzt lasse ich noch die Drohne hier irgendwo steigen, weil die Aussicht ist schon nice. Und ja. Lassen wir sie mal steigen. Ich hoffe, ich konnte ein paar coole Aufnahmen einfangen. Das Problem war, die Sonne ist schon untergegangen dort hinten. Und der Nebel ist nicht so eine schöne Nebeldecke, sondern es ist so ein bisschen verstreut. Aber ich glaube, ich konnte trotzdem ein paar coole Aufnahmen einfangen. Und jetzt, keine Ahnung noch, was ich mache. Wenn ich jetzt nicht alleine wäre, hätte ich noch probiert, mit der Drohne dem Auto zu folgen, wenn ich fahre. Aber alleine geht das halt nicht, oder ich darf halt nicht alleine, ich darf nicht fahren und gleichzeitig die Drohne bedienen, geht halt leider nicht. Und ja, das wäre noch geil gewesen. Aber naja, dann machen wir das halt irgendein andermal. Ja.